Heute sprechen wir immer über Amazing Defenders. Das Set kommt am 19.01. raus, also schon nächste Woche. Heute sprechen wir darüber, solltet ihr das Set kaufen? Ist das Set cool? Hat das Set Value drin? Das Set, wie gesagt, erscheint, wie ihr seht, am 19.01. und erhält 60 Karten. 10 Ultras, 15 Supers, 35 Rare. 15 Karten gibt es auch als Collectors Rare. Ich will auf die Collectors Rares nicht unbedingt eingehen, obwohl da ein paar ganz coole Karten drin sind. Es gibt in diesem Set, weil es ist ein Deckbuilder-Set, 3 neue Archetypes. Und in den letzten Produkten hatten wir viele dieser Deckbuilder-Sets, die wirklich sehr cool waren, wo sehr viele spannende Decks drin waren. Drytron, Adventure Engine waren in diesen Deckbuilder-Sets drin, die auch wirklich halt Metaplay gesehen haben. Wir haben hier 3 neue Deckthemen drin. Das sind einmal Mikanko, Pearly und Rescue Ace. Und über die werden wir mal ganz kurz übersprechen, über die Kernstrategie, wie das funktionieren soll, wie die Karten aussehen. Ich finde die nämlich eigentlich alle 3 ziemlich okay und ich finde auch die Deckstrategien sehr interessant, auch wenn die jetzt nicht unbedingt die krassesten sind. Und wir werden über ein paar generische Reprints sprechen, die hier auch drin sind. Wir werden zuerst einmal über Rescue Ace sprechen. Rescue Ace, wie ihr seht, haben wir einmal den Rescue Ace Hydranten. Das ist so ein bisschen so das Kernstück des Decks, denn eure Karten bekommen extra Effekte, wenn ihr den auf dem Feld habt. Die Karte hier, die ist nicht unbedingt gut. Die kann nicht für ihr Angriffe gewählt werden, solange ihr halt ein anderes Rescue-Monster im Feld habt. Das ist pauschal erstmal, okay, nicht so krass, ne? Und während eurer Main-Phase kann ihr euch ein Rescue-Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Das ist ein sehr, sehr guter Effekt. Der andere Effekt ist, dass ihr eine gesetzte Quick-Spell von dem Deck-Thema, also von Rescue-Deck-Thema, aktivieren könnt. In dem Zug, in dem die gesetzt wurde. Das wird wichtig, wenn wir gleich über die nächste Karte sprechen, denn die kann halt so ein bisschen was. Die Quick-Spell Rescue-S Karten sind ganz cool, die haben so ein paar verschiedene Effekte und die profitieren halt davon, wenn ihr halt den Hydranten auf dem Feld habt. Was sinnvoll ist, weil dafür spielt das Ding ja auch. Wir gehen aber ganz kurz einmal zuerst über 2 Monster rüber, damit ihr ungefähr versteht, wie das Deckthema funktionieren soll. Also wird der Hydrant, Kernstück des Deckthemas, wenn der auf dem Feld ist, kriegt ihr extra Effekte. Das hier ist das Bossmonster, das ist einmal Rescue Ace Turbulence. Die ist eigentlich cool, ich mag das. Das Artwork ist ein Banger auf jeden Fall. Erinnert mich so ein bisschen an die Infinitrack-Monster, die ich auch sehr gerne mag. Das ist, wie ihr seht, ein Level 9-Monster. Schade, dass er nicht Level 10 ist, wäre für mich ein bisschen cooler. Aber ist ein Level 9-Monster, ist also auf jeden Fall nicht kacke. Der hat 3000, 3000, ist also auch ein richtig beefiges Monster. Und ihr könnt euch spezial schwören, wenn ihr 2 Rescue Ace-Karten von eurem Friedhof verbannt. Ihr habt eine Field Spell, die werde ich euch heute nicht zeigen, aber die kann 4 Rescue Ace-Karten vom Banished Pile oder vom Friedhof wieder zurück ins Deck mischen und die Karte ziehen lassen. Das heißt, ihr könnt die auch easy wieder recyceln, diese Karten. Ist also nicht das Schlimmste, wenn die im Friedhof oder Banished sind, das ist eigentlich Bums, ihr kriegt die alle wieder zurück. Aber die Karte hat die Fähigkeit. Ihr könnt während eurer Main Phase bis zu 4 Stück Rescue Ace Quick Spells und oder Normal Traps mit verschiedenen Namen aus eurem Deck direkt aufs Feld setzen. Das klingt ein bisschen OP, ist auch nicht schlecht. Mit dem Hydranten könnt ihr eine von den Karten sogar aktivieren, aber die Quick Spells sind halt nicht krass. Die sind jetzt nicht schlecht, da kommen wir auch gleich zu. Aber die sind jetzt auch nicht ultra krass oder so. Das heißt, ihr könnt ein bisschen was machen, aber die sind jetzt nicht unglaublich gut. Und der andere Effekt, den finde ich super interessant, denn der sagt nämlich, wenn eine andere Karte, die ihr kontrolliert, durch den generischen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, dann können wir eine Karte aus dem Spiel wählen und die zerstören. Ist ein guter Effekt. Allerdings ist es für ein Bossmonster ein bisschen zu wenig. Also die macht zwar viel, die ist für die Engine auch wichtig, aber die ist halt nicht gut genug. Aber die ist einfach zu beschwören, die hat einen krassen Buddy, die kann was vom Feld entfernen und die kann euch quasi eure Engine quasi aufs Feld setzen. Ist also an sich eine sehr, sehr gute Karte. Wir gehen mal ganz kurz zu den Monstern. Ich nehme mal jetzt immer Rescue Ace Impulse als Beispiel. Denn die Rescue Ace Monster haben eigentlich alle so ziemlich dieselbe Fähigkeit. Dass wenn euer Gegner in deren Runde irgendeinen Monster-Effekt aktiviert, ihr die von der Hand oder vom Feld tributieren könnt, um einen Effekt zu aktivieren. In dem Fall ist es halt so, der Spezialbeschwört ein Rescue Ace Monster vom Deck aufs Feld. Und viele dieser Monster haben Effekte, wenn die spezialbeschworen werden. Zum Beispiel, nimm eine Karte vom Friedhof wieder auf die Hand, hol dir einen Monster vom Deck auf die Hand. Also die können verschiedene Dinge tun. Und das heißt, sie spielen auch in der gegnerischen Runde so ein bisschen mit. Ist also ein bisschen so die Richtung, die Tierlimit gegangen ist, in der gegnerischen Runde zu spielen. Nur die rotieren sich halt von Hand oder vom Feld und dann kriegt ihr halt extra Value. Ist also eine sehr interessante Deckstrategie und ich finde die auch optisch, wie gesagt, sehr cool. Das sind halt auch hier, wie ihr seht, ne, das ist voll Kriegermonster, ist jetzt also keine Maschine.
Und die Königin also ein bisschen daran hindern, Effekte zu aktivieren. Das sind halt Feuerlöscher logischerweise. Also sehr cool. Und das ist ein Krieger-Feuermonster. Da gibt es genug Support für, um das halt gut spielbar zu machen. Wir gehen aber ganz wieder mal auf die Quickspells ein. Da wollte ich kurz einmal zwei zeigen, damit ihr versteht, dass die zwar gut sind, aber jetzt nicht krass sind. Die erste ist einmal Rescue. Und die sagt einfach nur, wähle ein Rescue Ace Monster im Friedhof und Spezialbeschwör das auf dein Feld. Wenn ihr den Randen habt, könnt ihr auch ein gegnerisches Monster wählen. In der Regel wählt ihr aber trotzdem euer eigenes. Also wie gesagt, eine gute Karte, die ist für uns betören, aber das ist eine Karte, die euch wieder Monster zurückgeben kann. Und Alert sagt einfach nur, ihr könnt euch ein Monster wieder auf die Hand zurückadden. Oder wenn ihr den Hydranten habt, könnt ihr euch eine aus dem Deck auf die Hand nehmen. Und das kann quasi eure Engine auch helfen, dass ihr quasi ein bisschen mehr machen könnt. Das ist quasi eigentlich alles, was wir zu dem Rescue Ace Akta wissen müssen. Ist das jetzt gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Deck macht zu wenig, dass es ein gutes Deck ist. Aber es ist eine interessante Mechanik, die gut funktioniert. Und das Deck wird, denke ich, auch ihre Liebhaber finden. Denn Feuermaschine ist halt krass und Feuerkrieger gibt es ja ein paar. Die Infernomina zum Beispiel. Und die sind auch in diesem Set als Replits mit drin. Das heißt, ihr könnt das ein bisschen kombinieren. Weil wahrscheinlich in dem Set ein anderes Deckthema drin ist, was sich damit halt ein bisschen besser kombinieren lässt. Dazu kommen wir aber gleich noch. Sprechen wir über das nächste Deckthema. Und das ist einmal Pearly oder Pearly, wie auch immer. Das dreht sich alles um dieses Level 1 Monster. Und es ist so ein bisschen wie Zodiac, weil ihr mit diesem einen Monster halt mehr machen könnt. Dieses Monster selber macht eigentlich gar nicht so viel. Ihr könnt, wenn die beschworen wird, könnt ihr drei obersten Karten ausgraben und dann euch die Pearly Zauber- und Fallenkarten, eine davon, auf die Hand nehmen. Und diese Quickspells sind echt ganz interessant. Da kommen wir aber gleich noch zu, wenn wir über die Exil-Monster sprechen, weil dann wird das klar, wie das funktionieren soll. Also diese Karte ist Fähigkeit. Ihr könnt einfach auf Spielzug eine Quickspell vorzeigen. Und da könnt ihr ein Exil-Monster von eurem Extra-Spezial beschwören, was diese Karte im Kartentext erwähnt und die auf Pearly obendrauf Exil beschwören. Und dann könnt ihr das als Material anhängen. Also ihr kriegt dadurch halt mit einem Monster ein Rang 2 Monster mit zwei Materialien. Und diese Monster bekommen halt extra Effekte, wenn die diese Karten als Exil-Material haben, also diese Quickspells. Was ich von der Idee her ziemlich interessant finde. Und wird Pearly, darum dreht sich halt dieses ganze Deck. Ist halt, wie ihr seht, Lichtfee. Ich weiß nicht, warum das eine Fee ist, aber ist auf jeden Fall Lichtfee. Beauty hat die Fähigkeit, ein generisches Monster zu annullieren. Was ein guter Effekt ist. Das ist halt ein generisches Rang 2 Monster, das heißt, wenn die halt Rang 2 spielst, Sprite lässt grüßen, könnt ihr die auch da in Deck spielen, dass es halt ein generisches geht. Wenn ihr aber dann eine Pulli Quickspell aktiviert, dreimal pro Spielzug, können wir die als Material an die Karte anheften. Also wir können relativ einfach Materialien an diese Karte anheften, damit sie halt mehr Materialien bekommt. Das ist wichtig für die Bossmonster, dazu kommen wir gleich noch. Die Karte hat halt hier die Pretty Memory Karte, die halt im Kartentext erwähnt wird, das heißt, wenn ihr die habt und Pearly, dann könnt ihr die halt spezial beschwören. Und das hier sind einmal die beiden Bossmonster. Wir haben einmal Happiness, wir haben einmal Noir. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Die haben beide halt verschiedene Fähigkeiten. Ihr könnt euch die Effekte kurz durchlesen, die sind hier auch drin. Die machen eine Menge Stuff. Noir ist pauschal das bessere Monster, weil das unberührt sein kann von Karteneffekten, was ja immer ein guter Effekt ist. Und die Karte, die ist halt ganz witzig, die kann alle Monstereffekte aufschließend annullieren von gegnerischen Monstern. Ist eine gute Karte, aber die ist mit 2,5 auch relativ schwach, die kann ein bisschen Damage machen. Weil die hat 2,8 Def, die kann unberührt sein, die ist glaube ich ein bisschen nerviger wegzukriegen, aber das ist auch jetzt keine gute Karte. Die Quickspells, und das finde ich eigentlich sehr interessant, die haben eigentlich alle so ziemlich den gleichen Effekt, zumindest was den ersten Effekt angeht. Also die Effekte sind immer gleich aufgebaut. Ihr habt erstmal einen Effekt, der generisch ist und der aufgelöst wird. Und dann habt ihr die folgenden Effekte, die ihr quasi auflösen könnt. Jetzt bei der zum Beispiel ist es halt so, dass ihr quasi eine Karte discardet und dann Level 1 Pearly Monster aus dem Deck spezial beschwört. Also das Monster, um das sich das Deck halt dreht. Und dann haben die einen Effekt, wenn die als Exil-Material angeheftet sind, die an die Exil-Monster weitergeben. Und das ist so ein bisschen wie das bei den Zodiac-Karten gewesen ist, dass sie einfach Effekte weitergeben können. Wie ihr seht, der Effekt ist vollkommen in Ordnung, ist jetzt nicht krass der Effekt, aber gut. Und ihr müsst euch quasi vorstellen, wenn ihr mehrere davon aktiviert, kumuliert ihr ja mehrere Effekte unter den Exil-Monstern.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die X-Demons dann nicht so krass sind, denn ihr könnt die ja mit Effekten so stacken. Also, die Quickspells machen aber eigentlich alles gleiche, die specialen alle purely aus dem Deck. Das ist wichtig, denn ihr braucht für manche Sachen braucht ihr zwei von den Rang 2 Monstern, um halt Noir zu machen. Und für das andere braucht ihr einfach nur Monster mit mehr Materialien. Dann kommen wir kurz einmal zu dem Mikanko-Deck-Thema. Ich werde da einmal ganz schnell drüber reden, weil das Deck selber ist nicht so groß. Es ist ein Ritual-Equip-Spell-Deck, was von der Idee halt eigentlich komisch klingt, aber glaube ich gar nicht so verkehrt ist. Wir fangen mal mit einmal mit Hare, the Sword Mikanko an, damit ihr versteht, was das Deck tun soll. Die Karte hat die Fähigkeit, dass sie keinen Schaden bekommt, wenn die kämpft. Wenn die mit einer Ausrüstungszauberkarte ausgerüstet ist, bekommt der Gegner den Schaden. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die gar nicht so schlecht ist, weil die hat 0 ATK, wenn die irgendwo reinrennt, gibt es halt eine Menge Damage. Das kann für Time sehr interessant sein oder für Game States, weil je nachdem, wie groß die gegnerischen Monster sind, also so richtig Damage auszuteilen, ist halt richtig heftig. Und das ist ein Effekt, der aktiviert sich nicht, der passiert einfach. Das heißt, sie geht in Damage Step, rennt rein und dann kriegt der Gegner Damage. Kann sehr nervig sein. Und das ist auch wie jetzt hier, Feuerkriegermonster. Das heißt, die könnt ihr auch suchen mit Rotor oder über andere Karten, die halt ein Feuerkriegermonster auf die Hand nehmen können. Sehr cool. Und diese Monster haben die Fähigkeit, wenn die Equips werden, dass die noch Effekte triggern können. Also die Mechanik von Deck ist halt, wenn die Equips haben, kriegt der Gegner Damage, wenn die quasi angegriffen werden oder ihr angreift. Und dann haben die Effekte, wenn die Equipspills werden. Basic. Wir gucken uns einmal ganz kurz das Ritualmonster an. Und die macht das quasi inhärent, dass der Gegner Damage bekommt. Die hat auch 0-0, die ist ein Level 6 Monster, das heißt, sie braucht zwei von den anderen Mikanko-Monstern, um die Ritual zu beschwören. Was jetzt nicht so schwierig ist. Und Mikanko Kagura ist im Endeffekt die Ritualspell. Und die Ritualspell, die gucken wir uns gleich nochmal an, die ist nämlich richtig, richtig gut, weil die was super Spannendes macht. Die Karte hat etwas geschafft, was viele Ritualmonster halt mit strugglen. Die kann ihre eigene Ritualspell suchen. Das ist super hilfreich, denn ihr könnt die vorzeigen, könnt dann eine von den Mikanko-Karten suchen und dann könnt ihr eine Karte diskarden. Das heißt, sie kann ihre eigene Ritualspell suchen und die Ritualspell, wie wir jetzt ja sehen werden, ist echt gut. Da haben wir einmal Mikanko Kagura. Dieses Deck teilt echt viel Damage aus. Ihr könnt logischerweise Mikanko uns damit beschwören, das ist ganz einfach, ne? Und ganz normal Hand oder Feld, also nichts fancy mit aus dem Friedhof oder sowas, Hand oder Feld. Aber ihr braucht ja nur Level 6, um das zu erreichen, ist also super einfach. Wenn ihr mit dieser Karte ein Ritualmonster beschwört, habt ihr die Möglichkeit, Karten vom Gegner zu zerstören, bis zu der Anzahl von Ausrüstungskarten, die ihr nur im Friedhof habt. Und das kann je nach Deck sehr viel sein. Und wir können mit Mikanko, weil das ja Kriegermonster sind, Isolde spielen, die euch ja schon mal ein paar reinsetzen kann. Und Isolde kriegt übrigens einen Reprint in diesem Set, darüber sprechen wir gleich noch, und eine Collector's Rare, auch das ist interessant. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall richtig Value mit raus. Die Equipspells, wie wir jetzt hier Fire Dance sehen, sind auch an sich ziemlich gut, denn die können was zurückspecialen vom Friedhof, von der Hand und machen noch ein paar andere Sachen, sind also an sich sehr solide Karten. Das sind so die drei Deckthemen, die wir in dem Set sehen werden. Ich glaube, dass die Ansätze von den Deckthemen alle drei eigentlich ziemlich okay sind. Ich glaube jetzt nicht, dass die alle drei gut sind. Ich glaube auch nicht, dass einer von den dreien deutlich besser als der andere ist. Vielleicht Purli, weil das ein bisschen mehr Ressourcen-Game ist. Ich glaube, dass Mikanko generischer ist, mit mehr Möglichkeiten, als jetzt die anderen beiden Deckthemen. Ich werde mal ganz kurz über die Ripens drüber gehen, weil die sind nicht wirklich Stärken für die Armee. Gute Karte. Wir haben One for One, macht Sinn. Wir haben mit Purli halt Level 1 Monster Archetype. Ja, da ist halt da. Da haben wir Kartenkavallerist, okay. Haben wir Phönix Gilfried als Super Rare, das ist auf jeden Fall für Leute, die halt Infernoble spielen möchten, wer auch immer, aber für die, die das machen möchten, kriegen die halt die Karte, das ist sehr, sehr cool. Dann habe ich noch gesagt, wir haben Isolde auch als Collector's Rare, auch eine sehr gute Karte, auch für das Mikanko-Deck-Thema sehr, sehr wichtig. Dann haben wir Maschinenduplizierung. Für Rescue Ace macht das Sinn, wir haben 0 ATK-Monster, was Maschine ist. No-Brainer. Und wir haben Piri Reismap hier drin. Das ist sowohl für das Mikanko-Deck-Thema okay, als auch für das Rescue Ace-Deck-Thema. Das könnt ihr also in beiden spielen. Die ist eine Rare, das heißt, die wird nichts mehr kosten. Und es gibt eine Secret Rare von der Variante, die auch nicht teuer ist. Also wenn ihr die spielen wollt, auf jeden Fall go for it.
Jetzt kommen wir zur großen abschließenden Frage. Solltet ihr dieses Set kaufen? Ich bin da gespaltener Meinung. Ich glaube, dass das Set selber echt nicht schlecht ist, weil die drei Deckthemen alle gut spielbar sind. Ist vielleicht nicht unbedingt im Format, aber die Decks inhärent funktionieren sehr gut. Das haben wir ja bei vielen Archetypes, die wir in Hauptsets bekommen haben, jetzt nicht unbedingt gehabt. Aber die funktionieren eigentlich alle in sich geschlossen sehr, sehr gut. Also ihr könnt mit allen ein relativ kompetentes Deck bauen, was vielleicht nicht competitive ist, aber kompetent in dem, was es tun soll. Aber in diesem Set selber ist halt kein Wert drin. Das heißt, wenn ihr wirklich halt Geld machen möchtet mit Kaufen und Verkaufen von Yu-Gi-Oh! Karten, ist das nicht das Set für euch. Wenn ihr ein cooles neues Deckthema haben wollt, was ihr vielleicht in Zukunft spielen wollt, dann besorgt euch das Set, denn ich glaube, ihr kriegt, wenn ihr eine Box holt, sehr viele von den Karten, die ihr braucht. Weil klar, die besseren Karten werden natürlich die selteneren Karten sein. Aber ich glaube, dass ihr sehr viele Karten, die ihr braucht, in diesem Set kriegen werdet, wenn ihr halt dieses Deckthema spielen wollt. Ja, das ist also meine. Also was kaum Fehler würde ich jetzt nicht aussprechen. Aber ich würde sagen, für die Liebhaber dieser Archetypes, die das halt spielen möchten, dann finde ich cool. Ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und werden vielleicht das ein oder andere Deck davon mal so ein bisschen auf den Toplisten sehen. Denn Vatmikanko und Poli klingen halt gar nicht so schlecht. Ne? Rescue Ace könnte mit dem richtigen Support, glaube ich, auch ein gutes Deck werden. Aber vielleicht nicht unbedingt die besten Decks. Das war's für heute. Wenn ihr nächstes Video von mir sehen wollt, schaut da mal vorbei. Habe ich was für euch gemacht. Hab mir mal 2023 mit euch angeguckt. Bis zum nächsten Mal da rein. Ciao, Leute.